In Kassel-Bad Wilhelmshöhe auf ihrer Sommerreise erreichen wir nun die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken. Guten Abend, Frau Esken. Guten Abend, Frau Mioska. Alle müssen sparen, lernen wir dieser Tage vom Finanzminister. Warum sollte es bei der Integration anders sein? Na, weil diese Migrationsberatung ganz entscheidende Arbeit leistet bei der Integration von Geflüchteten, bei der Unterstützung ihres Ankommens, aber auch bei der Weiterentwicklung. Die brauchen diese Beratungsleistung, die brauchen auch psychosoziale Unterstützung, wenn sie eben entsprechend traumatische Erlebnisse hatten. Und deswegen ist es wichtig, dass dort das Parlament noch mal dran geht an den Haushalt und diese Aufgaben, diese wichtigen Aufgaben auch auskömmlich finanziert. Verstehe ich Sie richtig, Frau Esken, Sie widersprechen damit ganz explizit dem Bundeskanzler und auch einer SPD-Innenministerin, die Sie ja gerade in Hessen beim Wahlkampf unterstützen. Und da haben Sie sich offenbar nicht abgesprochen. Nee, der Haushalt ist ja tatsächlich Angelegenheit des Parlaments, sozusagen das Königsrecht des Parlaments. Und deswegen wird der Haushalt in seinen Details im Parlament zwischen der ersten und der zweiten und dritten Lesung verhandelt. Und dort werden wir auf diese Themen ein ganz besonderes Augenmerk haben. Jetzt klagen ja, Frau Esken, schon sehr lange viele Länder und Kommunen, es gehe gar nicht um die ein oder andere Million mehr bei der Integration. Wir schafften es gar nicht mehr, sagen Sie, weil es insgesamt zu viele Menschen seien, die nach Deutschland kämen. Haben Unionspolitiker wie Jens Spahn nicht einen Punkt, wenn sie fordern, wir bräuchten eine Begrenzung? Wir müssen, Jens Spahn hat ja tatsächlich vorgeschlagen, wir sollten eine Pause einlegen. Nun ist das Weltgeschehen keine Netflix-Serie, wo wir einfach mal auf Pause drücken können. Wir müssen reagieren, wenn Menschen beispielsweise aus der Ukraine zu uns kommen und Schutz suchen oder auch aus anderen Ländern. Wir haben die humanitäre Verpflichtung, da auch zu reagieren. Wir haben ein Asylrecht, das Teil unserer Verfassung ist und wo wir ganz klar zu stehen. Wir unterstützen Länder und Kommunen ja auch bei den wichtigen Aufgaben, eben die Kinder in Kitas und Schulen zu versorgen, die Menschen unterzubringen, für ihre Integration zu sorgen, möglichst auch für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Das sind alles große Aufgaben, das wissen wir. Und deswegen haben Länder und Kommunen da auch unsere volle Unterstützung. Mhm. Jens Spahn spricht nicht nur von einer Pause, er spricht auch von Kontingenten. Wenn wir nicht langsam Kontingente oder man kann es auch Obergrenze nennen, einführten, sagt er, dann hätten wir bald noch mehr ausflippende Landräte und eine AfD bei 30%. Diese Kontingente, die werden ja auch von anderen Migrationsfachleuten vorgeschlagen, dass wir eben Kontingente in Flüchtlingsunterbringungen in anderen Ländern direkt aufnehmen, damit auch besonders vulnerable Personen eben Zugang zu uns bekommen und nicht nur die auf direktem Weg sich auf den Weg machen. Und dennoch ist es natürlich so, dass wir beim Ankommen eines Menschen an den europäischen Außengrenzen, der um Asyl bittet und um Schutz bei uns, auch die Verpflichtung haben, diesen Schutzstatus zu prüfen und den Asylantrag zu prüfen und dann, wenn es richtig ist und wenn es berechtigt ist, eben auch diesen Schutz zu gewähren. Frau Esken, 65% der Deutschen sind nicht zufrieden mit der Migrationspolitik der Bundesregierung. So der letzte Deutschland-Trend zu diesem Thema. Müssen Sie diese Mehrheit nicht ernst nehmen? Wir nehmen die Auffassung der Bevölkerung an der Stelle. Wir nehmen vor allem aber auch die Situation natürlich sehr ernst. Deswegen hat die Innenministerin ja auch auf europäischer Ebene sehr dafür gekämpft, dass dort jetzt eine Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems geschehen ist und möglich gemacht wird, mehr Solidarität, mehr Verantwortungsübernahme. Aber Europa, entschuldigen Sie, Frau Esken, dass ich Sie unterbreche, aber Europa, ja. Wenn Sie auf Europa warten, können Sie lange warten. Was machen Sie in Deutschland? Es gibt auch in Ihrer Partei Stimmen, die fordern, man möge sich ein Beispiel nehmen an den dänischen Sozialdemokraten, die eine deutlich rigidere Asylpolitik gefahren haben und die Rechtspopulisten geschrumpft haben. Glücklicherweise muss man nicht lange warten, wenn man auf Europa wartet, denn wir sind ja sehr weit gekommen jetzt mit der Einigung im Europäischen Rat. 16 Jahre davor haben Vorgänger von Frau Faeser dort wenig Erfolg gehabt bei dem Einfordern von europäischer Solidarität. Aber ist doch ganz klar, so eine große Aufgabe, wie die vielen Menschen, die eben in aller Welt auf der Flucht sind und die von denen nicht wenige auch hier bei uns in Europa ankommen, so eine große Aufgabe kann Europa nur gemeinsam
gemeinsam leisten. Und deswegen setzen wir natürlich auf die europäische Einigung. Wir müssen ja die EU-Außengrenzen auch entsprechend sichern. Dort dafür sorgen, dass diejenigen, die eben keine Bleibemöglichkeit haben, auch zügig wieder zurückgeführt werden in ihre Herkunftsländer. Und dass die anderen, die eben unseren Schutz brauchen, dass die auch auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden. Oder zumindest auf die, die eben keine Strafzahlungen akzeptieren wollen. Mhm. Und was sagen Sie zu dem dänischen Vorbild der Sozialdemokraten, die es geschafft haben, mit ihrer Asylpolitik die Rechtspopulisten zu schrumpfen? Wir haben in Deutschland ein individuelles Recht auf Asyl. Wir sind selbstverständlich auch bereit, Verantwortung zu übernehmen in Bezug auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen sehen wir uns ganz klar in der Pflicht, eben jeden einzelnen Asylantrag auch entsprechend zu prüfen und Menschen hier bei uns aufzunehmen, die den Schutz brauchen. Diese Haltung kann ich zum Beispiel gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich jetzt auf den Weg machen und in den letzten 17 Monaten auf den Weg zu uns gemacht haben, nicht befürworten. Das sagt die SPD-Chefin auf ihrer Sommerreise. Danke, Frau Esken, für Ihre Zeit. Ich danke auch.